Ja, und weiter geht's. Wir haben ja hier so einiges erlebt. Endlich sind wir mal hier angekommen. Ja, da wollen wir mal gleich anfangen mit Weiterreiten. Ja, es ist ja so einiges passiert in der Zeit. Trump wird Präsident der USA. Ja, Okay, für mich da sieht die könnt Mist ihr wie ja ein Spiegel dann aus. Wir hätten zum Innenhof. Und da mal sollten wir den Kaiser schreiben, was überbieten ihr können. davon haltet, ob das Trump nun doch Präsident wird. Er kann ja mit der Merkel kann er ja nicht so gut. Aber mein Statement ist dazu, ja, ich finde es gut, dass er Präsident ist, weil wir werden uns umschauen. Und das mit Grund. Ja, da könnt ihr dann mal eure Meinung auch mal dazu schreiben und zugleich möchte ich mich schon mal entschuldigen dafür. Im letzten Part waren meine Wellensittiche zu hören im Hintergrund. Dafür möchte ich mich halt entschuldigen. Auch wenn das nicht, wenn es halt nicht so angebracht sein sollte, aber eine Entschuldigung ist es halt wert. Ist halt nicht meine Absicht, wenn sie dich ja im Hintergrund auf einen Part zu hören. Das fiel mir dann natürlich auf, als ich es dann bearbeitet habe, den Part, da den letzten Part. Und ja. Ja, da war ich ja etwas Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. verblüfft gewesen. Vertuschen kann ich's nicht. So wie bei dem einen Video. Da habe ich's ja auch vertuscht und habe auch reingeschrieben, ja, stumm, weil halt Vogelzwitscher im Hintergrund zu hören ist. Das kann ich ja diesmal nicht so sagen. Oder so machen. Ist natürlich blöd. Aber nichtsdestotrotz, wir machen hier erstmal ein bisschen weiter. Ja, na, können wir hier rüber? Klar doch. Super. Dann gut mal. Genau, wir wollen hier rüber. Was ich mal wissen wollte, kann man eigentlich auch rüber? Ja. Das macht Spaß. Ja, man kann auch so wieder rüber, wenn man halt einen Schritt falsch gemacht Okay, hat. na los. Ja, wir kommen ja jetzt, den kennen wir doch hier. Den Finanzplatz. Hey, da drüben, ist es das? Sieht wirklich wie ein Spiegel aus. Genau da ist unser Ziel. Aber wir müssen ja noch Wie durch viele Leute sind da wohl? andere Wer Hürden weiß hier eigentlich? durchkommen, Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. um bis Und dahin zu wer in kommen. meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Aber ich zeige euch, wie man hier leise, still und leise davon kommt. So, hier braucht Bogen. Einmal so. Genau. Kommt wohl. Mach mal auf. Klingt nach Runnern. Bleib beim Pferd. Ich schau mal nach. Bist du sicher? Nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück. Ja, wir bleiben erstmal hier. Bogen in der Hand. Und vorwärts geht's. Ich habe nur einen Schuss dafür. Und ich
Koffer, kriegt den Pfeil wieder. Ja, ja. Sieht sehr gut aus. Sieht erstmal sehr gut aus. Wir schleichen uns hier erstmal etwas herum. Weil, wie man sieht, da läuft einer hin und her. Und ich habe hier... nämlich mal etwas herausgefunden, was wir denn da so leicht machen können. Einmal die Flasche. Und einmal hier. Wow. Nein. Wieso hast du überlebt? Wieso hast du überlebt? Du alte Schachtel. Ich habe jetzt auch keinen Pfeil. Das ist jetzt zwar blöd, ich lasse mal diesen Cut drin, ne? Was heißt Cut? Ich werde es hier mal nicht herausschneiden, damit ihr es mal seht, was für einen Fehler das Spiel auf einmal gemacht hat. Was nützt mir die Kugeln? Hä? Was nützen mir die Kugeln? Bin ich eigentlich? Ein Pfeil bräuchte. Das ist echt doof gelaufen. Und ich glaube, man bekommt jetzt auch erstmal keinen Pfeil. Aber wir haben erstmal diese Hürde geschafft. Ja. Lass ihn. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Ja, das wird nichts. Joel. Na los. Na los. Ja, jetzt kommen wir hier. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde.
Na komm! Hier entlang, genau. Ja, das war natürlich auch etwas Glück gewesen dabei. Hey da! Fireflies! Weil ich hatte ja noch die Axt Joe, gehabt. Da. Und dass da nun zwei Gegner waren. Naja, mein Gott. Okay. Und jetzt zum Tor. Na, Joel, komm. Danke. Pass gut auf. Du auch. So, sind wir hier. Hier ist eigentlich ja nichts für uns mitzunehmen, was wir schon mitgenommen haben. Also gehen wir hier weiter. Ja, und bevor wir den endgültigen... Ui. Doch, Papier. Stimmt. So, hier ist ja sonst weiter nichts, oder? Doch, hier ist noch was. Einmal mit Pillen. Toll. Das brauchen wir auch nicht hier. Jetzt gehen wir hier mal weiter rein. Und ja, weil wir brauchen nämlich noch etwas. Oh, nicht das. Das hier. Wollte ich aufmachen. Nein, brauchen wir auch nicht. So. Verdammt, Sporen. Machen wir hier auf, hier ist auch nichts. Na toll, ist hier überhaupt noch was? Nö. Okay. Nein, das ist noch nicht das Ende des Parts. Was ich vorhabe, ist erstmal einen kleinen Cut machen, weil ich werde es dann auch von vorne starten. Zwar hier. Werde ich mal einen kleinen Cut machen, weil ich muss gucken, wie ich hier vorzugehen habe. Okay, also das war mal kurz gewesen. Wir können ganz normal hier das durchziehen, was ich vorhabe, um hier halt durchzukommen. Ich habe nämlich geguckt, wegen den Messerstichen, weil ich brauche noch im ganzen Spiel, brauche ich nur noch zwei Messerstiche. Einen werde ich hier brauchen und einen später. Aber das erzähle ich euch erst, wenn es soweit ist, wenn ich den zweiten Stich dann brauche. So, nun hör auf damit. So, dann lassen wir den mal hier vorbei gleiten. Wir schleichen uns dann auch langsam heran. Ganz langsam, vorsichtig, nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Wow. Das finde ich super. So, und hier müssen wir nämlich warten, bis der andere hier vorbeikommt. Ja, das ist eine kleine Geduldsfrage. Wann kommt er hier endlich mal vorbei? Aber der kommt hier. Der muss hier denn entlang, damit wir da durchkommen. Weil wir müssen ja noch an diesen Fettwands Bloater. Müssen wir vorbei. Müssen. So, wo bleibt er denn? Wenn ich vorgehe, kommt er. Wenn ich nicht vorgehe, bleibt er nicht. Kommt er nicht. Oder wie? Ne, siehst du? Seht ihr, da ist er. Auf den müssen wir warten, bis der hier vorbeikommt. Ja. Du bekommst mich hier nicht mit. Lauf mal brav weiter. Schauen, ob hier noch was ist.
voll. So, und jetzt müssen wir hier langsam, aber sicher vorbeischleichen. So, hier haben wir noch einen Pfeil, wunderbar. Finde ich gut, dass wir einen Pfeil haben. Oh, ich hab Herzrasen. Ganz ehrlich. Oh, Herzrasen pur. So. Und gleich. Seht ihr hier? Und der schläft ja. Ganz langsam. Vorsichtig. So. Den Teil hätten wir geschafft, wa? Und jetzt geht's los. Jetzt. Oh, komm, komm. Schaffst du, schaffst du. Ja. Komm. Ja! Bumm. Hehe. Habe ich euch gelinkt. So, dann hätten wir das hier nämlich geschafft. Also hier haben wir eigentlich ganz großes Plus gemacht. Wir haben einen Pfeil wiederbekommen. Dann haben wir was haben wir denn eigentlich noch bekommen? So, können wir mal gucken. Ah, wir können so eigentlich noch ein Messer bauen. Ja, stimmt, wir haben so ein Band haben wir. Hätten wir noch mitnehmen können, aber ich sage mir, nö, brauchen wir nicht. Ah, hier, noch ein Tropfen Wasser wäre praktisch. Aber das lässt sich bestimmt noch irgendwo finden. Hoffentlich. Ah, Pillen. Okay, wir können ja hier noch ein bisschen gucken, damit ihr dann auch seht, hier ist ja nichts zu holen. Ich mache die Wege ja voll umsonst. Nein, ich mache den Weg nicht umsonst. Ich zeige euch, damit ihr wisst, hier ist nichts mehr zu holen. Okay, nachdem wir das hier endlich geschafft haben und gleich hier rausgehen, werde ich natürlich den Part beenden, weil dann wird nämlich automatisch gespeichert hier, genau. Infizierte, mir geht's gut. Ja, mache ich gleich. Ja. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr von diesem Part haltet. Hättet ihr es anders gemacht oder vielleicht besser hinbekommen? Ja, die eine Szene werde ich euch natürlich nicht verwehren, wo ich da diesen Flammenwerfer denn benutzt habe, bei diesen, glaube ich, 6 Infizierte waren das oder 5, ist ja auch egal. Diese Stelle lasse ich drinnen. Von daher, damit ihr seht, das Spiel hat da irgendwie eine Macke. Klar, ich hätte die Stelle neu laden können, aber ich sage mir, nein, brauche ich nicht. Ich lasse das so, wie es ist. So will das Spiel, dass ich das bekomme und das ist so passiert. Okay. Über ein Däumchen würde ich mich natürlich auch freuen. Also, bis dann. Ciao!